Neuer Tag, neues Glück und damit willkommen zurück zu Splatoon Road to S bei mir, eurem Feuerstachel. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, meinen aktuellen Account zu nehmen, ohne auf C- runterzustufen, weil ich das einfach nur für, unsinnig gehalten hätte, wenn ich jetzt einfach denke, okay, ich verliere jedes Match. Erstens würde ich damit nämlich jeden meiner Mitspieler ankotzen, weil die einfach denken, warum macht der nichts? Will der, dass wir verlieren? Der will, dass wir verlieren. Weil ich will es ja dann auch praktisch. Und das wäre weder für mich gut, noch für meine Mitspieler. Und allgemein würde das wahrscheinlich auch nicht allzu viel bringen, dass ich dann einfach nochmal von C- mich hocharbeite. Weil wir wissen alle, dass die C-Leute nicht wirklich so viel drauf haben wie die aktuellen. Und selbst bei B ist es ja noch halbwegs easy, wenn ich mich ein bisschen mehr auf das Spielgeschehen an sich konzentrieren würde. Deswegen denke ich mir einfach, okay, zumindest in diesem Road to S wird es von B+, beziehungsweise es war ja eigentlich der Rang B, auf S hochgehen. Ich weiß noch nicht, ob es S+ sein wird oder nur das normale S, aber eins von beiden auf jeden Fall. Oh, da spawnt noch jemand hin. Weg mit dir. Wird er noch da bleiben? Na, dann eben. So, okay, der hat es doch ein bisschen flinker hinter den Ohren, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, er würde noch irgendwo da bei den Blumentöpfen umherschwirren, aber nein, der hat sich schon direkt vor mir positioniert und hat gedacht, ja, komm runter, komm Turm. Putt, komm zu mir. Oh, ich hätte gedacht, das wäre es gewesen. Das wäre echt bitter gewesen. Aber auf jeden Fall sind wir ja eh schon vorne mit dabei. Von dem her können wir eigentlich auch ohne Probleme noch weiter vordringen. Wir sind schon in der Führung von 19 Punkten. Schlecht würde ich das jetzt auf gar keinen Fall nennen. Aber ich würde sagen, ich überlasse dir mal den Turm und kümmere mich von außen um die Gegner, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so leicht gehen wird, wie ich es mir vorher überlegt hatte, beziehungsweise wie ich gedacht hätte. Da oben ist jemand. Soll ich mir den schnappen? Ich kann es mal probieren. Ich müsste ein bisschen besser schießen. Von wo schießen die eigentlich alle? Einer von hinten, einer von vorne, einer von oben. Das komplette Kommando war am Start. Aber ich glaube, zumindest jetzt können wir uns noch ein bisschen, ja, leichter hier reinstürzen. Und ohne wirklich die großen Bedenken, dass man, wenn man einmal einen simplen Fehler macht, man gleich das Match verloren hat. Weil es ist noch B. Da macht jeder mal Fehler. Wir, sowohl als auch die Gegner. Und das war gerade eben ein großer. Warum ihr euch jetzt wahrscheinlich denken würdet, ey, der hat immer noch diese komische Samurai-Krone-Rüstung auf dem Kopf. Das bringt doch gar nicht so viel, so ein Angriffsplus, weil der Lunablaster eh nicht mehr one-hittet. Macht er auch nicht. Allerdings können wir dadurch unsere Schwelle ein bisschen besser verstärken. Das heißt, falls wir in einem Radius, der ein bisschen zu weit vom Gegner weg ist, treffen, dass wir dann nicht mehr 3 Treffer maximal benötigen, um den Gegner zu killen, sondern maximal nur noch 2. Das heißt, egal wie am Rande des der Hitbox man trifft, man würde höchstens 2 Treffer benötigen, um den Gegner dann wegzuhauen. Von dem her lohnt es sich schon. Und ich habe dafür einfach nochmal ein einziges Schwimmspeed abgeopfert. Ich denke, das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil auf Schwimmspeed up kann man gut und gerne verzichten. Ich glaube, man merkt auch ein bisschen, dass es jetzt wieder die erste Aufnahme ist. Nach einer etwas größeren Pause, weil ich war ja letztens in Leipzig, dann wollte ich aufnehmen, war das Internet weg und deswegen hat es sich alles ein bisschen gezogen und gezogen und ich kam jetzt wieder zum Aufnehmen. Weg mit dir, gut. Und manche würden ja auch eigentlich meinen, der Lunablaster ist eine Noob-Waffe. Ja gut, das ist ja wirklich, aber nimm den jetzt mal trotzdem, ne? Kann man nichts dagegen sagen. Ist schon ganz legal. Was macht der da oben? Warum bleibt er da so ruhig? Ich verstehe ich nicht. Verstehe nicht. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Endesser. Nach ran, nach ran, nach ran. Ah, der muss weg. Wo sind die? Jetzt habe ich mich viel zu sehr auf den Roller-Typi konzentriert. Und ich habe den mit dem Fokus Profiklex hinter mir direkt vernachlässigt gehabt. Also man merkt schon, ich kann auch mal schlecht sein. Die letzten Parts waren ja viel zu gut eigentlich für mein Niveau. Und dass ich jetzt wieder in den normalen Zustand zurückgeholt werde, ist eigentlich nur berechtigt. Weil ich meine, man kann auch mal zeigen, dass man auch wieder Noob sein kann. Auch wenn man schon Level 44 ist. Das kann alles sein. Man muss da nicht unbedingt immer durch und durch puren Skill an den Tag legen. Den da oben schnappe ich mir aber noch. Bevor ich jetzt meinen Skill wieder verliere. Ist er weggerannt? Ist er, glaube ich, echt? Okay, ich komme dir hinterher. Vielleicht schwirrst du ja noch irgendwo hier rum. Auch wenn ich nicht denke. Doch, der ist doch wieder vorgekommen. Oh, du kleiner Schlawiner. Ein kleiner Schlawiner, was denkst du dir dabei? Einfach so meine Kameraden zu belästigen. Ah, nee. Du musst weg. Sorry.
Und der auch weg. Jetzt? Da oben ist niemand mehr drauf. Das heißt, wir könnten eigentlich ohne Probleme den Sieg mit nach Hause nehmen. Und den da oben will ich mir noch gönnen. Nein! Nein! Alter! Ganz symbolisch, und bitte noch mal ins Wasser fallen. Ich wollte ihn echt noch mitnehmen, aber irgendwie ist er immer ganz geschickt ausgewichen. So wie ein Wieser Flinkel. Wieser Flinkel? Flinkes Wiesel. Man kann das natürlich auch umdrehen. Kann man gern machen. Okay. Was ich aber gut fand, ist, dass jeder denselben Rang hatte. Kein A- oder B-Normal war dabei. Das ist schon ganz cool. Okay, mein Gamepad meinte, sich auszuschalten. Warum das? Hallo? Wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Yo, irgendwie ist jetzt was Komisches passiert. Ich habe mein Gamepad angeschlossen, also es ist hier wirklich drin. Stecker ist alles drin und irgendwie denkt es sich so, nope, ich lade nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr dazu, dass es sich anschalten lässt. Das heißt, es ist wahrscheinlich short gegangen. Und nein, ich habe es nicht gegen den Tisch gehauen oder gegen irgendwas anderes. Es ist irgendwie einfach ausgegangen, mitten in der Aufnahme. Da denke ich mir so, GG, thanks for your time and attention. Hoffentlich ist nur der Akku geputscht und ich kann es irgendwie noch reparieren. Ansonsten muss ich mir wohl oder übel eine neue Wii U kaufen. Weil Gamepads gibt's leider nicht. Ach, eins sind's zu erwerben. Irgendwie alles mies in letzter Zeit. Gestern kein... Jetzt ist es mir runtergefallen. Upsi. Irgendwie in letzter Zeit kein Internet. Jetzt ist das Gamepad auch noch hin. Ich weiß nicht, was los ist. Und in dem Sinne hoffe ich, ihr vertragt ausnahmsweise auch mal einen kürzeren Part. Und wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Haut rein und schau, euer Feuerstachel. Irgendwie echt komisch. Ein Fall für Galileo. Mystery.